Gut, wir haben, glaube ich, genug Spannung aufgebaut und können langsam loslegen, geschätzte Damen und Herren. Der Strombedarf in der Schweiz und auch in Schaffhausen steigt laufend, vor allem im Winter. Wie können wir den Bedarf decken? Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der vierten Ausgabe von unserer Webseminarserie Energiewissen kompakt erklärt. Die Elektrizitätswerke vom Kanton Schaffhausen AG, EKS, als Gastgeberin freut sich ganz herzlich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Bührer und ich führe Sie durch die nächsten rund 45 Minuten. Ja, wie einleitend gesagt, wir stehen im Energiebereich vor einer Herausforderung. Der Strombedarf steigt, Kernenergie fällt längerfristig weg, fossile Energien sollen auch reduziert werden und wir sind auf erneuerbare Energieträger angewiesen, auch auf einheimische. Ein Puzzlestück in dieser Energiewende ist die Windkraft. Der Thomas Volken, stellvertretender Leiter von der Energiefachstelle Schaffhausen und Fachexperte für Windenergie, zeigt uns heute auf, wieso genau die Windenergie eine wichtige Rolle spielt, um die Versorgungssicherheit im Kanton Schaffhausen sicherzustellen. Aktuell denkt man beim Thema Windenergie im Kanton Schaffhausen vor allem an das Projekt Krobach im oberen Kantonsteil. Der Patrick Schenk leitet die Projektgemeinschaft Krobach Windenergie. Er erzählt uns heute, wieso der Standort bei Hemishofen ideale Bedingungen bietet, was alles für Abklärungen schon getroffen worden sind und was aber noch nötig ist bis zur Realisierung. Wenn Sie heute eine Frage haben an Thomas Volken oder an Patrick Schenk, dann können Sie die sehr gerne schriftlich stellen. Sie sehen nämlich oberhalb vom Video, wo Sie jetzt mich gerade sehen, einen Button. Und wenn Sie auf den klicken, dann können Sie Ihre Frage schriftlich einreichen. Sie sehen selber dann immer nur Ihre eigenen Fragen. Wichtig ist, tun Sie bitte jede Frage separat stellen, je nachdem kann dann der Thomas Volken oder der Patrick Schenk dazu Stellung nehmen. Wir machen dann nach den beiden Vorträgen eine Fragerunde mit unseren zwei Referenten, wo ich die wichtigsten und die spannendsten Fragen nochmal mündlich aufgreife. Auf jeden Fall würden aber alle Fragen schriftlich beantwortet. Außerdem wird das Webseminar auch aufgezeichnet und Sie können das dann auf dem EKS YouTube-Kanal auch später nochmal nachschauen. Dann, bevor wir loslegen, noch ein paar technische Hinweise. Wenn Sie die Präsentation gerne ein bisschen grösser sehen wollen, dann können Sie einfach oben rechts, oberhalb vom Präsentationsfenster, auf den Button mit dem kleinen Viereck klicken. Damit kommen Sie dann in Vollbildmodus. Und die, die jetzt über das Handy oder über das Tablet teilnehmen, dort ist die Ansicht ein bisschen anders. Wenn Sie dort links oben auf die drei horizontalen Striche klicken, dann kommen Sie ins Menü. Und zum eine Frage stellen, klicken Sie dort auf Frage stellen. Und zum wieder die Präsentation sehen, auf Dokumente. So, und jetzt freue ich mich auf ein ganz spannendes erstes Referat. Der Patrick Schenk und ich schalten in dieser Zeit unsere Kameras aus. Dann können Sie sich ganz auf den Referent, den Thomas Volken, konzentrieren. Ich übergebe das Wort gerne dir, Thomas. Viel Vergnügen. Gut, vielen Dank. Guten Abend miteinander. Euch von Seite der Energiefachstelle ganz herzlich willkommen zu dem Webinar, wo der Energiewissen kompakt erklärt. Ich werde in meinem Teil aufzeigen, wie das Thema Windenergie in der kantonalen Energiestrategie eingebettet ist. Es mag vielleicht ein bisschen erstaunen, dass ich mit dem Thema Klima und Klimaveränderung werde starten. Ich werde aber aufzeigen, dass die Energie eure Klimapolitik ist und umgekehrt. Dass es in der Schweiz täglich wärmer wird, das zeigen die Temperaturaufzeichnungen seit 1864. Wir sehen auf dieser Grafik, die jährliche Durchschnittstemperatur immer im Vergleich zum Mittelwert von der Periode 1961 bis 1990. Wenn es rot ist, dann ist es eine positive Abweichung, also wärmer als die Periode. Wenn es blau ist, dann ist es kühler gewesen. Und man sieht, wie das über die Zeit, über die Dekade wärmer wird, also röter wird. Und was auch interessant ist, die fünf wärmsten Jahre befinden sich alle zwischen 2011 und 2020. Mit der Erwärmung verbunden ist auch eine Zunahme von den Extremereignissen. Hier zwei Beispiele aus dem Kanton Schaffhausen. Links der Hitzesommer 2018,
das Bild mit Hennishof im Hintergrund. Wir sehen, dass das Bild ist aus dem August. Also die Bücher sind bereits verfärbt. Dann das andere Extrem auf der rechten Seite, was sicher noch in bester Erinnerung ist, das Hochwasser von Schleitheim Mitte Juli 2021. Die Ereignisse, das sieht man auf diesen Bildern, verursachen natürlich direkte Kosten durch den Schaden, was schon mal anrichtet dient, aber auch indirekte Kosten von der Anpassung, wenn man probiert, so Schäden in Zukunft zu verhindern. Die Kosten von der Anpassung, die sind ein Vielfaches grösser als die Kosten für die Reduktion von der klimaschädlichen Gas. Und jetzt kann man vielleicht schon sagen, ja, wir können in Schaffhausen das Klima alleinig nicht beeinflussen, aber das Klima beeinflusst ist. Das sehen wir an diesen Bildern. Jetzt kommen wir langsam zur Energiepolitik. Und ich werde anhand von zwei Grafiken aufzeigen, was die Herausforderungen sind in der Energie- und Klimapolitik. Wir schauen zuerst auf diese Grafik rechts. Das zeigt die Stromproduktion in der Schweiz, also in verschiedenen Produktionsarten 2020. Ein grosser Teil, blau, ist die Wasserkraft. Ist klar, ist sehr wichtig. Dann haben wir auch die neuen erneuerbaren Energien, die an Bedeutung gewinnen. Und wir haben immer noch den Anteil Kernenergie, ein guter Drittel. Und da hat die Schweizer Stimmbevölkerung 2017 einen klaren Auftrag erteilt, nämlich, dass die langfristig wegfallende Kernenergie möglichst durch erneuerbare, lokal vorhandene Energieträger ersetzt werden soll. Der Auftrag ist keine Importstrategie und auch keine Gaskraftwerkstrategie. Strom ist natürlich nicht der einzige Energieträger. Wir wechseln auf die linke Grafik, sondern in Anführungszeichen nur ein Viertel, wobei die Tendenz steigend. Es gibt noch andere wichtige Energieträger, die hier aufgelistet sind. Rund 60% decken wir unseren Energiebedarf in der Schweiz immer noch mit fossilen Energien. Und auch hier haben wir einen klaren Auftrag, nämlich das Klimaabkommen von Paris, das die Schweiz ratifiziert hat, also das Parlament hat das ratifiziert. Und das heisst, eine Reduktion um 50% von den CO2-Emissionen bis 2030 und netto null bis 2050. Was heisst das bei den Brennstoffen? Bei den Brennstoffen heisst das, dass wir Öl-Gas-Heizungen ersetzen durch Wärmepumpen, durch Holzheizungen oder Wärmeverbünde, also Anschluss an Wärmenetz. Bei den Treibstoffen heisst das, dass wir vom Verbrennungsmotor Richtung elektrische Antriebe gehen. Also vieles von dem braucht Strom, wenn wir die Klimaziele wollen erreichen. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn der Strom auch durch erneuerbare Energien bereitgestellt wird. Und insofern können die erneuerbaren Stromerzeugungsarten und darunter aber auch die Windenergie einerseits helfen, den Anteil von der Kernenergie irgendwo zu kompensieren, zu ersetzen. Auf der anderen Seite ist das aber auch die Voraussetzung, damit dass der Verbrauch von den fossilen Energieträgern reduziert werden kann. Und vielleicht nun Link zum anderen Politikbereich, einfach als Randbemerkung. Die geringste Bedrohung von der Biodiversität ist der Klimawandel. Es gibt noch eine weitere Herausforderung und die hat ein bisschen an Gewicht gewonnen oder ist akzentuiert worden durch den Abbruch von den Verhandlungen mit der EU. Das ist Versorgungssicherheit mit Strom im Winter. Das ist einleitend angetönt worden. Wir haben auf dieser Grafik so einen typischen Verlauf vom Verbrauch über das Jahr. Das ist die schwarze Kurve. Und wir haben die Erzeugung in der Schweiz, die verschiedenen Farben. Gelb ist wiederum Kernenergie. Und jetzt kann man ganz einfach mal einfach die Kernenergie draus schneiden. Und dann sehen wir, was passiert. Im Sommer werden wir wahrscheinlich nicht so das Problem haben, auch in Zukunft mit dem Ausbau von der Solarstromproduktion. Im Winter haben wir aber irgendwo eine Differenz zwischen Angebot und Nachfrage. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, natürlich weiterhin importieren. Fragt sich in Zukunft, je länger im EV, wann wir das importieren. Es gibt die Möglichkeit, natürlich auch durch die Speicherung eine Verlagerung zu machen, eine saisonale Verlagerung vom Sommer in den Winter.
oder wir können die winterstromfähige Stromerzeugung ausbauen. Und da kommt jetzt aber die Windenergie ins Spiel. Ich werde das zeigen anhand vom Windpark Verena Vorn, der gerade an der Schweizer Grenze steht und glaube bestens bekannt ist. Der Windpark, der ist jetzt im vierten Betriebsjahr und die Produktionsdaten tut ja der Windpark immer ausweisen auf der Webseite verenavorn.de und wir sehen bereits in diesen vier Jahren so die typische Verteilung über den Monat, das heisst rund 2/3 von der Produktion im Winterhalbjahr und ungefähr 1/3 im Sommerhalbjahr. Ist also winterstromfähig und das Beispiel Verena Vorn zeigt euch noch, dass Windenergie in dieser Region funktioniert. Der Windpark produziert plus minus 20 Gigawattstunden, das ist ein sehr guter Wert. Und vielleicht noch ein Detail, das ich hier äussern möchte, wenn wir die Produktionssäule hier in diesen Monat anschauen, picken wir mal den Mai raus, Mai 2021. Und vielleicht haben wir dann noch eine Erinnerung, der war nicht besonders warm, gewesen, ein bisschen durchzogen gewesen vom Wetter her, immer wieder Tiefdruckgebiet, also durch das auch mehr Wind. Und wir sehen, dass da die Produktion im Vergleich zu den Vorjahren auch deutlich höher war. Und das zeigt euch, dass Wind und Sonne sich sehr gut ergänzen. In der Diskussion um die erneuerbare Stromerzeugung kehrt man häufig oder wird häufig so der Ball zum anderen geschoben. Also wenn man von Windenergie reden, heisst es, ja, machen doch zuerst mal etwas bei der Wasserkraft, da haben wir noch grosses Potenzial. Wenn es um die Wasserkraft geht, dann heisst es, ja, machen zuerst mal im Solarbereich etwas. Also man probiert mir das so ein bisschen hin und her zu schieben. Darum habe ich hier mal die Grafik ausgewählt, die zeigt, wo Stäber im Kanton Schaffhausen mit der Produktion, also Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. Und wir sehen ganz rechts auch der Verbrauch, also wie hoch ist der Verbrauch an Strom im Kanton, das sind ungefähr die 500 Gigawattstunden. Wenn wir jetzt auf die andere Seite oder auf die Gegenseite gehen, dann sehen wir, dass wir fast so viel Potenzial hatte bei den Solarstromanlagen. Davon wird 23 Gigawattstunden werden genutzt. Da hätten wir auch einen Teil selber in der Hand, wenn wir ein Dach besitzen, dann kann man da selber einen Beitrag leisten. Bei der Wasserkraft ist der Kanton Schaffhausen relativ gut aufgestellt, mit dem Kraftwerk Schaffhausen, aber auch mit Beteiligungen, zum Beispiel an Neglisau und Rheinau. Da haben wir auch ein gewisses Potenzial, aber wir müssen uns einfach bewusst sein, das Potenzial von diesen 90 Gigawattstunden, da reden wir vom Ausbau von der Stromerzeugung am Rheinfall. Biomasse-Geothermie ist ein bisschen schwieriger, einerseits aus wirtschaftlichen Gründen bei der Biomasse. Bei Geothermie haben wir zwar sicher ein gewisses Potenzial, aber da ist die ganze Technologie noch nicht so weit, die Grundlagen noch nicht so weit, dass er da in die Nutzung könnte gehen. Und dann haben wir den Wind mit dem ähnlichen Potenzial wie bei der Wasserkraft. Ganz wichtig ist, vielleicht das Fazit von dieser Grafik, es macht keinen Sinn, dass wir die einzelnen Technologien gegeneinander ausspielen, sondern am Schluss braucht es irgendwo das Zusammenspiel. Und wie ich schon gesagt habe, die einzelnen Technologien können sich auch gut ergänzen. Jetzt fast aber mit dem Thema Windenergie im Kanton Schaffhausen. Die planerischen Grundlagen auf Stufe Kanton, die sind vorhanden, nämlich mit dem Richtplan zum Thema Windenergie, der vom Kantonsrat deutlich genehmigt worden ist, auch vom Bund genehmigt worden ist, 2019. In dem Richtplan steht euch, wie es weiter soll gehen, nämlich, dass die Nutzungsplanrevision in der Standortgemeinde Hengishofen gestartet werden soll. Nutzungsplanrevision, das ist die Anpassung vom Zonenplan. Und da kommen wir langsam auf Stufe Projekt und auf Stufe Projekt, aber auch schon auf der vorgelagerten Stufe, wie Richtplan zum Beispiel, ist ganz zentral die Abwägung von den Interessen. Also die Frage, was sind Nutzen von so Projekt, was sind die Kosten, was sind die Auswirkungen von so Projekt. Und es ist in der Demokratie gang und gäbe, dass wir die Abwägung auf verschiedenen Stufen machen können. Der Kantonsrat hat das gemacht, der Bund hat das auch schon gemacht, im Windkonzept. Der Kantonsrat hat das gemacht und das wird auch die Gemeinde auf Stufe Projekt oder Nutzungsplanung machen. Wir sind überzeugt, dass man ein Windenergieprojekt bei uns im Kanton umweltverträglich machen kann. Das garantiert die Umweltschutzgesetzgebung, die natürlich eingehalten werden muss.
aber dass das als Projekt euch zum Nutzen von der Bevölkerung kann realisiert werden. Im Zusammenhang mit der Umweltauswirkung ist die Umweltverträglichkeitsprüfung zentral. Und da probiert man ja, das so zu optimieren, dass einerseits mal keine negativen Auswirkungen auftreten oder möglichst klein sind. Oder wenn halt gewisse Sachen nicht können verhindert werden, dass man dann halt gewisse Ersatz- und Kompensationsmaßnahmen muss ergreifen. Und wenn ich von Nutzen geredet habe für die Bevölkerung, ist für euch klar, und ich denke auch für Projektanten, dass irgendwo für die lokale Bevölkerung, für die Gemeinde, Standortgemeinde, ein Nutzen muss anfallen. Man könnte vielleicht da von einem Windzins in Anführungszeichen reden, eine Analogie zum Wasserzins, also etwas, wie euch immer das ausgearbeitet wird oder ausgestaltet wird, muss euch für die Bevölkerung, vorhanden sein und abfallen. Am Schluss ist es sicher am Projektant, ein ausgewogenes Projekt zu präsentieren. Und ich möchte zum Schluss noch ein Thema äussernehmen, das euch im Zusammenhang mit der Interessenabwägung steht, ganz ein wichtiges Thema, das ist das Thema Landschaft. Thema Landschaft, Windenergieanlagen sind gross, sie sind exponiert, also man sieht sie. Und in der Diskussion, wenn es um das Thema geht, stelle ich immer wieder fest, dass man häufig die Landschaft, so wie sie sich heute präsentiert, als Idealzustand beurteilt. Und da tut man häufig vergessen, dass sich die Landschaft ständig verändert, weil sich in euren Bedürfnissen verändert dient. Ich habe dazu ein Beispiel. Schaffhausen um 1890. Hier der Blick Richtung Stadt. Wir sehen im Hintergrund der Munot, der Rhein. Es fällt auf, dass es viel weniger besiedelt ist, vor allem im Hintergrund. Es fällt euch auf, dass noch kein Kraftwerk Schaffhausen vorhanden ist. Wir haben so ein Holzbrückli, das hier auf der anderen Seite geht. Das zeigt der Zustand 1890. Wie sieht es heute aus? Ungefähr eine vergleichbare Perspektive. Wir sehen wieder den Munot im Hintergrund. Wir sehen den Rhein mit dem Kraftwerk Schaffhausen. Wir sehen im Hintergrund, dass viel mehr besiedelt ist. Eine viel grössere Bevölkerung ist als 1890. Und im Vordergrund ist nicht mehr ein Holzbrückli, sondern eine Autobahn, die jetzt die Verbindung auf der anderen Seite schafft. Das zeigt, dass die Landschaft immer ein Abbild ist von unseren Bedürfnissen, von den Bedürfnissen der Menschen, dass sie sich euch verändern. Und was das Bild natürlich auch klar zeigt, es ist ein ganz anderes Wohlstandsniveau, wenn wir 1890 mit heute vergleichen. Ich wollte abschließen mit wieder einem Bild von Verena Voren. Das sind zwei von drei Anlagen, die wir hier sehen. Blick von Lohn bei Abendstimmung. Und man kann das Bild vielleicht auch jetzt als Abbild anschauen von unserem Energiekonsum. Also wir brauchen Energie und Strom, für unsere Bedürfnisse abzudecken, für unseren Wohlstand zu garantieren. Aber ich glaube, es ist auch ein Abbild vom Bedürfnis, dass wir den Strom möglichst sauber produzieren wollen. Ich glaube, es ist eine grosse Chance, dass wir so einen Windpark, einen modernen Windpark in der Nähe haben. Weil man kann sich selber das Bild machen, man kann das anschauen, man kann das anhören. Und ich würde sehr empfehlen, dass man die Chance auch nutzen dort. Gut, das war mein Teil. Ich bin gar jetzt bereit für die Fragen. Natürlich auch im Anschluss an das Webinar kann man mich kontaktieren unter der Telefonnummer oder der E-Mail-Adresse. Ich gebe auch sehr gerne Auskunft. Dankeschön. Wunderbar. Herzlichen Dank, Thomas, für die spannenden Informationen rund ums Thema Energiepolitik, Energie und vor allem eben auch Windenergie bei uns im Kanton Schaffhausen. Es sind schon ein paar Fragen eingetroffen, die du schon mal darfst anfangen, schriftlich beantworten. Ja, geschätzte Damen und Herren, Sie dürfen natürlich weiterhin auch Ihre Fragen stellen an Thomas Volken. Während, wir aber zuerst mal noch den Patrick Schenk zuschalten. Er, wie gesagt, wird uns mehr über den Standort Krobach erzählen. Patrick, du darfst gerade loslegen. Ja, super. Vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und danke fürs Interesse. Mir ist es ein grosses Anliegen, dass man das Thema Windenergie eben nicht nur auf der Seite von der politischen Ebene könnte angehen, sondern eben auch in der Umsetzung wirklich einen Schritt weitergehen. Und mit dem Projekt Krobach Windenergie ist die Gruppe rund um DKS und Tessa Power sehr aktiv an dem Thema dran.
Und ich würde gerne nutzen, die Zeit, um Ihnen einen Überblick zu geben, wo wir stehen und welche Puzzleteile eben noch fehlen, damit wir einen Beitrag zur Energiewende können leisten mit dem Projekt in unserem Kanton. Die Agenda ganz kurz, wer treibt das Projekt? Chorbach Windenergie, ganz kurz ein paar Worte auch zum Projekt selber. Dann, welche Puzzleteile sind relevant, welche sind wichtig, dass das Projekt weitergeht? Das sind planerische, technische, ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Grundlagen nötig. Und wie kommen wir als Ziel? Es braucht Mut, es braucht ein bisschen anderes Denken, es braucht ein paar Ideen, die wir müssen realisieren, damit wir auch als Ziel kommen und so ein Projekt in unserer Region können realisieren. Projektgemeinschaft, wie schon gesagt, die SAPA und die EKS haben sich vor ein paar Jahren schon zusammengetan und an dem Thema Windenergie in unserem Kanton geschaffen. Sie sind entsprechend auch motiviert, die Energiepotenzial aus dieser Technologie zu erschliessen. Wir wollen damit auch ein lokales Engagement zeigen und auch regionale Wertschöpfung beitragen. Es ist wichtig auch für die Versorgungssicherheit. Wir haben es gehört, wenn Sie in den letzten paar Wochen auch die Bundesrätin Sommer-Ruger verfolgt haben, hat sie immer wieder von der Versorgungssicherheit und insbesondere von der Winterstromlücke geredet. Das ist ein aktuelles Thema und nicht einfach erfunden, sondern es ist wirklich etwas, was uns wird mehr prägen, als wir uns wahrscheinlich dem lieb sind, wie sie werden sein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man erkannt, dass die Windenergie wirklich auch gewinnbringend in unserer Region kann gewonnen werden. Das ist relevant. Ich selber bin bei der Generis AG tätig und begleite das Projekt seit Anbeginn und darf eigentlich die EKS und deshalb auch auf dem Planungsweg betreuen. Der Chorbach selber, viele wissen zum Teil gar nicht, wo der genau steckt in unserem Kanton. Es ist im oberen Kantonsteil, da sehen Sie ein Blick von Ramsen Richtung Chorbach, ein Hügelzug rund etwa 648 Meter hoch. Der Höhenunterschied ist rund etwa 200 Meter. Zum Talboden haben wir so viel rund um 402 Meter. Da also der Hügelzug. Auf der anderen Seite, rechts sehen Sie den Blick in Oberwald selber, wie es dort oben aussieht. Es hat ein paar Landwirtschaftsbetriebe dort oben und vor allem auch ein grosses Stück Land, Wald. Da auf der linken Seite sehen Sie es vor Ort noch ein bisschen genauer. Auf der anderen Seite sehen Sie schon aus den Planungsunterlagen, wo die vier Windenergieanlagen würden stehen kommen. Und zwar hat man sich im Rahmen von der Planungen von verschiedenen Szenarien ist man ausgegangen. Wir haben zuerst mit 5 Anlagen geplant. Mittlerweile sind wir bei 4 Anlagen. Die sind rund 200 Meter hoch. Von den modernsten Typen, so ein bisschen vergleichbar mit denen in Verena Foren. Durchmesser haben die rund 138 Meter, das ist so ein bisschen die Spannweite von der Anlage. 4,2 Megawatt Leistung, das ist so ein bisschen die Grössenordnung, die man da davon redet. Also es sind moderne, sogenannte Schwachwindanlagen, die genau für die Art, wie wir sie schon draussen haben, auch konzipiert sind, respektive im ganzen Gebiet in unserem Umfeld. Wie sehen jetzt die Standorte aktuell aus? Wie Sie gesehen haben vorher, sind die Standorte im Wald oder mehrheitlich im Wald. Insbesondere Chorbach 1 und Chorbach 3 sind auf eher, sage ich jetzt, in Jungwald innen oder respektive auf Wurfflächen, wo von Stürmen niedergelegt worden sind und da neue Bäume wachsen. Chorbach 4 und Chorbach 2 sind mehr in anderen Regionen platziert. Alles ist Nutzwald, entsprechend auch logischerweise für den Forst ein interessanter und wichtiger Ort und darum auch für uns auch als Projektanten ein Punkt, wo man wichtig findet. Ja, welche Puzzlesteine braucht es jetzt zur Realisierung? Und ich glaube, es ist ganz zentral, dass man
wenn man so ein Bild anschaut mit dieser Visualisierung, wo wenn Sie jetzt von der Bibermühle Richtung Hemmershofen auf dem Veloweg fahren, sehen, würden Sie Richtung Krobach schauen und eigentlich die Anlage in dieser Form etwa sehen. Sprich, die hinterste Anlage, Krobach 4, sehen Sie ganz rechts nur noch teilweise, die vorderste Anlage logischerweise sehr prägnant. Die planerischen, technischen, ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Grundlagen sind es wirklich ein Zusammenspiel, wo man wirklich miteinander muss anschauen und auch das Projekt durch das kann vorantreiben. Wir reden in der Windenergie sehr viel von Landschaftsbild, von ökologischen oder auch ökonomischen Effekt, wo so ein Projekt kann haben. Und es ist eben ganz zentral, dass man die verschiedenen Themen adressiert als Projektant und auch versucht, Lösungen zu suchen, wie man da vorgehen kann. Wenn wir jetzt auf planerische Grundlagen anschauen, dann sind wir in zwei Ebenen eigentlich daheim. Einerseits auf der Kantonsebene, wo quasi Bundesrichtlinien ausführen, indem dass die kantonale Richtplanung angepasst worden ist, indem dass Ausscheidungen und Festsetzungen von Standort passiert sind, wo auch der Kantonsrat über das Thema geredet hat und das Ganze gut geheissen hat. Und auf der anderen Seite blau eingezeichnet auf der kommunalen Ebene. Die kommunale Ebene ist jetzt die Ebene, die wir jetzt adressieren werden. Wir werden in Kürze auch können all die Unterlagen, die wir erarbeitet haben über die letzten Jahre, zusammenfassend an dieser Gemeinde übergeben, damit die Nutzungsplanungsänderung vor Ort kann passieren, respektive das Baubewilligungsverfahren auch kann eingeleitet werden. Das sind die beiden wichtigen zentralen Prozesse im Verfahren, die jetzt noch anstehen, die jetzt aber auch dann würden dazu führen, dass natürlich das Thema Windenergie in dieser Gemeinde noch viel extremer und viel intensiver muss besprochen werden und auch sich damit auseinandergesetzt werden, weil ich glaube, mit der Arbeit, die wir jetzt gemacht haben, haben wir dann eine Entscheidungsgrundlage skizziert, wo man schlussendlich darüber entscheiden kann und sich ein Bild machen. Es wird eine Gemeindeversammlung geben, die Gemeindeversammlung wird entsprechend auch über die Nutzungsplanungsänderung müssen entscheiden. Bei einem Ja kann man weitergehen Richtung Baubewilligung, bei einem Nein wird das Projekt durchaus in Stopp wahrscheinlich mal kurzfristig eingebracht werden, aber es geht dann auch darum, dass man dann auch wirklich sämtliche Optionen auch prüft, damit man auch das Projekt, das überregionale Bedeutung hat, auch in irgendeiner Form kann weiterentwickeln. Die technische Grundlage. Wir reden immer wieder von den Windgeschwindigkeiten bei der Windenergie. Ist natürlich auch naheliegend. Schlussendlich ist das ein Gut, das wir dort verarbeiten. Der Wind ist da und auch sehr ausführlich da in dieser Region. Man sieht auch wirklich die Vergleiche mit Verena vorher. Die helfen auch in der Planung sehr wohl, damit man kann sich ein Bild machen kann, ob so ein Standort wirklich rentabel betrieben werden kann oder nicht. Wir rechnen mit rund 25 bis 27 Millionen Kilowattstunden pro Jahr Produktion. Wenn Sie sich vorstellen, die erste Windpotenzialstudie anfangs 2009 oder respektive da, wo der Kanton die Studie gemacht hat, da ist man noch von rund 17,5 Gigawattstunden maximal ausgegangen. Man hat zwischen 8,75 bis 17 Gigawattstunden hat man Lösungen erarbeitet für den Krobach. Und jetzt sind wir also deutlich höher. Was liegt denn das? Schlussendlich hat sich die Technologie enorm entwickelt. Die Anlagen sind hochgradig effizient geworden und können mit den Windgeschwindigkeiten, die wir hier auch haben und wo wir auf der rechten Seite auch in der sogenannten Weibull-Verteilung auch sehen, sehr gut arbeiten. Also sie sind konstruiert für die Windgeschwindigkeiten und können die ernten und Strom produzieren bei ganz tiefe Windgeschwindigkeiten, wie aber auch bei hohen Windgeschwindigkeiten. Sie sehen da auf der rechten Seite bis 15 Meter in der Sekunde gibt es Situationen, wo man entsprechend kann produzieren, aber eben auch schon ganz früh anfangen, so dass eigentlich bei Windgeschwindigkeiten, wie es jetzt zum Beispiel heute der Fall für alle ist, wenn Sie jetzt mal raus schauen und in der Nähe von Schaffhausen wohnen, dann sehen Sie auch,
dass die Windgeschwindigkeit durchaus auch lange, dass jetzt die Anlagen auf ihre neuen Formen laufen tun. Ökologische Grundlagen, eines der meist diskutierten Themen in den letzten Jahren, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Wir müssen im Rahmen des Umweltverträglichkeitsberichts sämtliche Themen abarbeiten. Wir müssen in die Tiefe gehen, sechs im Boden, sechs in der Lärmthematik, in der Schattenwurfthematik etc. Wir müssen Fauna, Flora untersuchen. Wir sind da mit jensten Gutachtern unterwegs gewesen in den letzten Jahren und haben entsprechend jetzt die Resultate zusammengetragen. Wir sind der Meinung, dass unser Projekt durchaus umweltverträglich ist, die gesetzlichen Rahmenbedingungen kann einhalten und dort, wo wir es nicht können, müssen wir in irgendeiner Form Ersatz schaffen und auch das haben wir unseres Erachtens können gerecht werden. Ökonomische und gesellschaftliche Grundlagen sind auch wichtig anzuschauen. Und ich möchte da vielleicht auch den Fokus noch ein bisschen auf die ökonomische Seite legen. Wenn man so ein bisschen sieht, was passiert ist in der Windenergiebranche, in der Entwicklung von den Anlagen, können wir wirklich steigende Produktionserträge einrechnen. Ich habe es erwähnt am Anfang oder in der Mitte über die Steigerung von den Anlagen in der Produktionskraft. Auf der anderen Seite sind aber die Anlagen auch deutlich günstiger geworden. Man kann sie länger betreiben. Sie sind fast bis zu 30 Jahre einsetzbar. Und was man im letzten Jahr oder auch in den letzten Jahren kann beobachten, ist auch die steigenden Strompreise. All das macht die ganzen erneuerbaren Energien viel konkurrenzfähiger. Wir finden entsprechende Absatzmärkte für das und wir können zu sehr guten Gestehungskosten auch im Endeffekt produzieren. Das zeigt einfach wirklich auch, dass ein wirtschaftlicher Betrieb nötig ist. Und es ist auch wichtig für die gesellschaftliche Komponente, dass die Leute merken, das ist nicht einfach nur eine Investition in etwas, das dann nicht rentiert, sondern es funktioniert und es wird auch nachgefragt. Da ist also ein bisschen Zusammenfassung, wenn man da jetzt in einer Form die verschiedenen Elemente zusammensetzen. Die planerischen Grundlagen sind mehrheitlich gegeben über den Kanton. Jetzt, da was wichtig ist, dass man die kommunale Umsetzung für eine Nutzungsplanung können erreichen. Die technischen Grundlagen haben wir erarbeitet. Windmessungen, Ertragsgutachten sind da. Wir haben den Typ gewählt, den wir gerne einsetzen würden. Die ganzen Zuwägungen etc. sind da. Die ökologischen Grundlagen, auch da haben wir entsprechende Berichte gemacht, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen definiert, das spezifisch auch in dieser Region vom oberen Kantonsteil. Und die ökonomisch-gesellschaftlichen Grundlagen sind wichtig, dass wir da insbesondere im Austausch sind mit der Bevölkerung. Das ist jetzt auch wichtig, dass wir da heute an einem Webinar teilnehmen und den Leuten auch über das Projekt berichten. Und neu haben wir auch entsprechend eine Option herausgegeben, dass man sich beteiligen kann an dieser Anlage, respektive an dieser Firma, die dann wird gegründet werden. Und da haben wir also gute und schöne Resonanzen bekommen, was uns auch zeigt, dass die Bevölkerung auch interessiert ist, in die Energie zu investieren. Wie kommen wir jetzt ans Ziel? Ich glaube, es braucht Mut und das ist wichtig. Und sind die Interessenabwägung, die vorher der Thomas Volken erwähnt hat, ist wirklich hochgradig zentral. Und zwar nicht einfach nur auf der politischen Seite, sondern eben auch ganz konkret am Standort. Also wir wollen auch, wenn wir über das Projekt reden, vom Krobach reden und nicht irgendwie von einem vergleichbaren Projekt irgendwo in einem anderen. Und das heisst, wir müssen auch wirklich selber schauen, was heisst das genau für den Standort, weil er ist nicht immer direkt vergleichbar mit anderen in der Region, sechs in der Schweiz oder im Norddeutschland. Wichtig ist, dass man die Auswirkungen auf die Natur tut, einerseits festhalten, definieren, wie man mit denen umgeht oder auch wie man es monitoren, wie man es ersetzen. Auf die Auswirkungen auf den Mensch, wie Schall und Schattenwurf, das ist etwas, wo immer wieder das Thema ist und das kann man sehr genau berechnen. Dort gibt es Gesetzesgrundlagen, die muss man einhalten und da können wir grünes Licht geben. Der wichtige Punkt ist aber die gesellschaftliche Akzeptanz. Und ich glaube, da hat die Windenergie noch Aufholpotenzial. Sie ist immer noch unbekannt oder unspürbar in unserer Region.
Auch wenn wir uns jetzt langsam gewöhnt haben an die Anlagen im Arena vorne. Nichtsdestotrotz, da ist wirklich noch Arbeit zu tun, dass man auch die Chancen von dem ganzen Thema kann erkennen. Weil, wenn man es vergleicht mit anderen Energieformen, ist halt doch der Energiegewinn aus diesen Windenergieanlagen doch hochgradig spannend. Es sind also die Chancen, die man ein bisschen rausheben muss. Und meistens sind das genau die, die ein bisschen untergehen in den politischen, emotionalen Diskussionen, wo halt solche Projekte immer wieder konfrontiert werden. Wir können einen ordentlichen Beitrag an den erneuerbaren Energien beitragen, hier für die Stromversorgung im Kanton. Wir produzieren mit diesen Anlagen rund zweimal so viel Energie, wie es im oberen Kantonsteil überhaupt braucht. Wäre die zweitgrösste Energieproduktionsanlage im Kanton Schaffhausen, nebst dem Kraftwerk hier in der Stadt. Ich glaube, das ist etwas, wo man schon darf wahrnehmen darf. Auch wichtig, der Winterstrom, Versorgungssicherheit, unglaublich wichtig. Man kann CO2 einsparen. Es gibt neue Lebensräume durch die Aufwertungen, die intensive Pflege, die man auch mal garantieren gegenüber den Behörden. Ich glaube, das ist etwas, was wahnsinnig zentral ist, dass man die Werte auch irgendwie reinbringt. Auch soll die Investition vor Ort tätigt werden, also die rund 30 Millionen, die man muss investieren in so ein Projekt, werden lokal investiert und nicht quasi ins Ausland in einen Windpark irgendwo in Großbritannien, Schottland oder Portugal. Entsprechend wollen wir auch etwas zurück können geben mit einem Abgeltungsmodell, das für Gemeinden oder Grundeigentümer auch soll funktionieren. Dass der Windzins, den vorher der Thomas Volken erwähnt hat, den haben wir definiert. Das ist alles eigentlich klar. Wir haben da auch entsprechende Gespräche mit den Gemeinden auch geführt, wo beteiligt oder respektive betroffen sind. Und da wollen wir auch können etwas zurückgeben. Die Investitionsmöglichkeit für die Bevölkerung mit der Windaktie ist uns auch etwas Wichtiges und ich glaube, da hat vielleicht sogar noch viel größere Bedeutung, wenn es dann in die Realisation geht, weil man ein Stück Windenergie kann sich aneignen und das kann durchaus grossartig wichtig sein für unsere Weiterentwicklung. Trotzdem, es braucht Akzeptanz. Wir reden immer von dem Phänomen Not in my backyard. Die Vorurteile von der Windenergie sind präsent und sehr, sehr prägnant. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man trotzdem für so ein Projekt, gerade jetzt in der Schweiz, wo es die langen Verfahrensschritte auch braucht, dass man da wirklich gleich noch faktorientiert bleibt und den Dialog sucht und Schritt für Schritt kann vorangehen. Weil gerade so Ideen wie die Windaktion, die wir gebracht haben, die sind auch von anderen Projektanten jetzt angeschaut worden in der Schweiz. Da ist man auf grosses Interesse gestoßen. Wir haben jetzt rund 365 Personen, die sich gemeldet haben bisher. Man kann sich nach wie vor melden, sehr wohl und sehr gern logischerweise. Und wir werden logischerweise dann auch können die Aktien rausgeben, sodass wir eine Beteiligung haben für die einzelnen Leute. Wir sind jetzt mit der Uni St. Gallen auch am Skizzieren, wie die Aktie genau soll ausgestaltet werden, wie hoch das Beteiligungen können oder sollen sein. Und interessant ist auch, dass wir rund 20% der Leute auch aus der Region vom oberen Kantonsteil haben. Also da hat sich doch auch eine ordentliche Menge interessiert Zeit für so eine Aktie vom Chobach. Was sind die nächsten Schritte? Ganz klar, Eingabe, Planungs- und Bewilligungsverfahren von der Gemeinde Hemishofen. Wir wollen weiter im Austausch sein mit der Bevölkerung, da entsprechend auch Hand bieten, wenn Fragen rum sind. Und wir wollen die Bauphase vorbereiten. Auch das ist ja eigentlich ein wichtiger Part, der jetzt ansteht. Und ich glaube, das ist zentral, dass man jetzt da wirklich mutig auch vorantreibt, weil die Windenergie ist ein Teil von der Lösung. Es braucht Ausdauer, es braucht Mut. Aber ich glaube, ohne die werden wir mittelfristig einfach nicht auskommen, weil die dezentrale Energieversorgung so dermaßen an Bedeutung wird gewinnen, wenn wir Kernenergie verlieren werden. Wir müssen uns verändern. Es wird ein Landschaftsbild in irgendeiner Form klarer machen. Ich glaube, das ist zentral, dass man da entsprechend einen Beitrag leisten kann. Und ich glaube, das Projekt, ich bin überzeugt davon, könnte wirklich ein wichtiger Teil davon sein. Das meine Ausführungen. Ich danke herzlich fürs Interesse. Und ich glaube, ich bin auch jetzt gespannt auf die Fragen, die da in der Runde gestellt werden.
Ja, danke vielmals auch von unserer Seite aus, Patrick, für die ganz spannenden Infos rund um das Windkraftprojekt Krobach. Und rund heisst da wirklich rundherum, wenn man sieht, was alles für Faktoren zu berücksichtigen gibt. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, jetzt sind Sie nochmal an der Reihe. Was haben Sie noch für Fragen, die Sie gerne würden unseren beiden Referenten stellen? Sie können jetzt die, wie gesagt, mit dem Button oberhalb vom Video stellen oder auf dem Handy oder Tablet können Sie links oben aufs Menü mit den drei Balken gehen und dann auf Fragen stellen klicken. Wie gesagt, es werden sicher alle Fragen schriftlich beantwortet und eine gewisse Auswahl werden wir jetzt auch gerade noch mündlich anschauen mit unseren beiden Referenten. Es sind auch schon diverse Fragen eingetroffen. Ich greife jetzt einfach mal gerade eine auf, wo jawohl, ich denke, wahrscheinlich von beiden könnte beantwortet werden. Wie viel Energie wird denn fürs Erstellen von einer Anlage benötigt? Also anders gefragt, wie ist denn die Energiebilanz oder wann wird denn die Energiebilanz positiv bei einer Windkraftanlage? Ich kann da vielleicht probieren, eine Antwort zu geben. Also die Bilanz. Ich kann gerne ergänzen, ja. Ja, danke schön. Die Bilanz sieht sehr positiv aus. Also wenn man jetzt den ganzen Lebenszyklus anschaut, also vom Abbau, Rohstoff bis Bau von den Anlagenteilen, Transport von den Teilen, Aufbau am Standort, wieder Rückbau, Recycling, die Energie, die da drin gesteckt wird, die hat man in wenigen Monaten vom Betrieb wieder rausgeholt. Also da wäre wirklich ein Verhältnis, das wahrscheinlich keine andere Technologie, also nicht Wasserkraft, herbringt. Also von dem her ein sehr gutes Verhältnis. Genau, das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, es ist etwas hochgradiges Effizienz. Und wirklich spannend, wie schnell dass man es zurückgewinnen kann. Also da gibt es wirklich je nach Studie 3 Monate bis ein halbes Jahr. Und das wird so ein bisschen das Thema sein. Ja. Alles klar, sehr effizient also. Vielleicht gerade noch eine Anschlussfrage zu dem Thema. Du, Thomas, hast eben auch den Abbau denn erwähnt. Wie sieht es denn aus mit dem Recycling? Sind die Materialien recycelbar? Ja, das ist praktisch alles recycelbar. Also der größte Teil von so Anlage ist jetzt das Fundament und der Mast und die Gondel. Das ist das meiste Stahl und Beton. Das kann man alles recyceln. Vor allem wenn der Stahlpreis so hoch ist, ist das sogar interessant, wenn man das recyceln kann. Dann hat man oben auch natürlich den ganzen elektrischen Teil. Auch da kann man natürlich die verschiedenen Metalle recyceln. Was ein bisschen größere Herausforderung ist, das sind die Rotorblätter. Weil das sind faserverstärkte Materialien, also Kunststoff mit entweder Kohlefaser oder Glasfaser. Das ist ein bisschen schwieriger, gibt aber auch schon Verfahren, wie man das kann wieder verwerten kann. Also man kann das zum Beispiel verbrennen, man kann das, was zurückbleibt an Material, geht zum Beispiel in die Zementindustrie, kann da andere Materialien ersetzen. Aber da muss man sehen, da ist halt im Moment auch noch nicht so viel angefallen. Also eine Industrie, eine Recyclingindustrie, das ist genau das Gleiche wie mit den Autobatterien, kann sich erst entwickeln und ein Geschäft machen, wenn eine gewisse Anzahl an so Material anfallen tut. Und gerade bei den Rotorblättern ist das halt wirklich eine Frage von der Menge, wie so jemand sagt, okay, das ist ein Geschäftsmodell, da steige ich hin und ich probiere mit diesen Materialien etwas zu machen. Aber grundsätzlich ist es möglich, praktisch 100% von der Anlage irgendeine Art und Weise wieder zu verwenden. Bestens, vielen Dank. Eine Frage wahrscheinlich dann eher an Patrick Schenk. Wie gross wäre denn etwa der Anteil von der Windenergieanlage Krobach am, wenn man jetzt den Gesamtverbrauch vom Kanton Schaffhausen anschaut? Also wie viel Prozent vom Verbrauch vom Kanton Schaffhausen würde das etwa abdecken? Ja, das ist, wir kommen mit etwa 27 Millionen Kilowattstunden und wenn wir vorhin auf der Grafik geschaut haben, beim Thomas Volken sind wir, glaube ich, bei etwa 500 Ungrad. Das sind etwa 10-15%, nein, 10%, irgendwie so. Nein, jetzt muss ich es ausrechnen. Circa 5%. 5%, genau. 5%, wo man kann Dings. Wir haben es aber auch schon ausgerechnet, was wirklich die Privatverbrauch anbelangt. Und dort wäre es dann etwa an die 10%, wo man kann bedienen. Das ist so. Alles klar. Industrie und Private, da wird noch unterschieden, je nachdem. Alles klar. Gut.
Dann haben wir ein paar sehr, sehr konkrete Fragen. Ich bin mal gespannt, ob ihr das gerade, oder vor allem du, Patrick, ob du das gerade kannst auswendig beantworten. Eine Frage. Wie hoch ist die Blattspitze in ihrem untersten Punkt über den Erdboden? Ja, das ist eben jetzt etwa die, im untersten Punkt, okay. Untersten Punkt, ja. Ja, das sind, wenn wir jetzt wenn man eine Turmhöhe von rund 130 Meter ausgeht, wo man rund 70 Meter abziehen. Also das heisst, ja, 130 minus 70 gibt etwa die 50 Meter. Alles klar. Gut. Was haben wir da noch? Bauphase. Wenn würde, wenn jetzt alles optimal läuft, alles nach Plan läuft, wenn würde der Bau etwas starten und wie lange würde es anschliessen gehen, bis die betriebsbereit sind? Die Bauphase an sich ist nicht allzu lange. Wir haben, es kommt ein bisschen darauf an, weil man muss ein bisschen bündeln mit den Rodungsarbeiten, die wir machen. Die kann man nur in gewissen Zeiten machen, ganz konkret, wenn halt die Vegetation nicht am Wachsen ist. Entsprechend muss man, wenn man da jetzt wegrechnet, aber dann hat man die Bauphase vor Ort. Und wenn man es ein bisschen vergleicht mit der Verena Foren, dann sind die 3/4 Jahr ungefähr gebaut worden. Was man noch dazu rechnen muss, ist sicher die Arbeiten, die man an der Zuwägung machen muss. Das ist sicher auch eine Arbeit, die dazu kommt. Aber ich denke, in rund 3/4 Jahr, ist man durch. Alles klar. Und eben, wenn es jetzt optimal läuft, was denkst du etwa, wenn das man könnte starten? Da kommt sehr stark jetzt auf die politischen Entscheidungen in der Gemeinde Hemmishofen an. Was passiert dort? Gibt es irgendwelche Einsprachen etc., wo uns Verzögerungen bringen? Wir hoffen logisch, wie es so bald wie möglich können anzufangen, aber das ist jetzt wirklich abhängig von dem Prozess, wo man fast keine gute Prognose kann machen, ehrlich gesagt. Also schwierig abzuschätzen in dem Fall. In dem Zusammenhang noch eine Frage an dich, Thomas, als Kantonsvertreter, was macht denn der Kanton oder kann der Kanton etwas machen, wenn jetzt die Gemeinde nicht vorwärts macht in dem Sinn? Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich sind die Aufgaben klar geteilt. Der Kanton ist für den Richtplan zuständig, also für die planerische Grundlage mal auf kantonaler Ebene zu machen, das ist passiert, wie ich gezeigt habe. Und nachher ist eigentlich der Ball bei der Gemeinde. Also die Gemeinde ist für die Nutzungsplanung zuständig. Das heisst, irgendwann wird die Zonenplanänderung für die Stimmbevölkerung von Hemmishofen kommen und die werden darüber abstimmen. Insofern haben wir eigentlich nur Möglichkeiten, halt jetzt so wie heute oder so Anlässe zu nutzen, wo wir einfach auf die Bedeutung von der Windenergie hindeuten. Aber grundsätzlich der Prozess nachher in der Gemeinde können wir als Kanton nicht beeinflussen. Mhm. Gut. Ich habe noch eine Frage gesehen, die auch noch spannend ist. Genau. Der Vergleich mit den Nachbarländern, was Windenergie anbelangt. Ich denke, Thomas, das ist vielleicht auch, oder ich weiß nicht, wer von euch das da etwas dazu sagen kann. Ich habe sonst gerade ein paar Angaben dazu. Wir sind in der Schweiz deutlich am Schluss von dieser Rangliste, mit rund 42 Anlagen, die wir in Betrieb haben in der Schweiz. Wenn wir nur schon vergleichen mit dem Land Baden-Württemberg, hat das Land Baden-Württemberg nur schon 730 Anlagen in Betrieb. Bayern selber 1166, und Österreich zusammen auch 1340. Also wir sind deutlich hinten dran, wenn es um die Entwicklung der Windenergie geht. Und was auch die Dauer von diesen Prozessen anbelangt, sind wir auch nicht wirklich die mit dem schnellsten Verfahren. Also da sind wir wirklich, da haben wir Aufholbedarf. Also wie noch eine Zahl, ich gerade noch ergänzen, aber der Vergleich mit Österreich ist gefallen, das ist ja für uns naheliegend als Nachbarland, ist natürlich ein bisschen grösser, das ist klar, aber hat deckt heute 13% vom Strombedarf bereits durch Windenergie ab. Und die Schweiz ist bei 0,2%. Also da sehen wir doch einen gewissen Nachholbedarf, den wir hätten, den wir sicher auch können vergleichen von den Bedingungen jetzt vom Relief her, vom Land her, vergleichbare Bedingungen wie Österreich. Und da kann man sicher sich da noch ein bisschen an denen orientieren. Mhm.
Also wenn wir es positiv sehen wollen, wir haben einen Haufen Potenzial, wo wir noch nutzen können. Das ist richtig. Ist auch noch, das ist jetzt keine Frage, die da gekommen ist, sondern mehr ein Input von einem Herrn, der gesagt hat, eben, wenn man im Osten von Rumänien unterwegs ist, dann sieht man da also reihenweise Windenergieanlagen. Das ist in dem Fall noch spannend. Wie sieht es mit der Netzstabilität aus? Ist da noch eine Frage auftaucht? Ja, ich meine, schlussendlich dort ist es ist so, dass DKS die Netzstabilität im Netz innen muss garantieren. Und ich, sie haben entsprechend auch Massnahmen jetzt getroffen, um die Menge an Strom, die vom Kroben kommt, auch aufzunehmen, ihrem Unterwerk in Hemishofen. Also dort wird ganz klar dafür gesorgt. Und man kann davon ausgehen, dass das nicht stabil ist. Es ist einfach die Frage, hat es genug Strom im System, ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt gerade jetzt im Winter ein bisschen in schwierige Situationen könnten reinkommen, je nach Temperatur und Witterungsverhältnis etc., kann das eine Herausforderung geben. Und ich glaube auch, dass wir in naher Zukunft auch das vielleicht mal eher könnten erleben wie bisher. Alles klar. Gut, wenn ich so auf die Uhr schaue, wir sind schon ein bisschen überzogen. Ich glaube, es ist nicht schlimm, weil das Interesse ist weiterhin hoch. Es hat noch ein paar Fragen auch übrig. Ich würde aber sagen, dass wir die noch zur schriftlichen Beantwortung euch zwei übergeben. Und dementsprechend danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich für eure Vorträge, für die Beantwortung von all diesen Fragen. Ich danke auch dem Elektrizitätswerk vom Kanton Schaffhausen AG, EKS, vielmals für die Organisation und dann natürlich Ihnen, geschätzte Damen und Herren, fürs Zuschauen, fürs Zuhören und für eben die spannenden Fragen, die unsere zwei Referenten jetzt noch dürfen beantworten. Also wenn Sie noch eine Frage offen haben, die noch nicht beantwortet worden ist, bleiben Sie bitte noch kurz drin. Die wird dann sicher auch noch in Kürze beantwortet. Noch ganz kurzen Ausblick. Wir sind schon in der Planung von der nächsten Ausgabe von Energiewissen kompakt erklärt, also vom nächsten Webseminar, und wir würden sicher wieder gerne informieren, sobald wir alle Details bekannt haben. Wir würden uns sehr freuen, um Sie auch dann wieder bei uns zu begrüßen. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend. Ich danke Ihnen nochmal fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Merci vielmals. Auf Wiedersehen.